Willkommen zum nächsten Video der Berufsschule 7. Wir sind nach wie vor bei der Objektorientierung und in diesem Video möchte ich mal über ein Beispielprogramm gehen, das uns helfen soll, einer der wichtigsten Philosophien hinter der Objektorientierung zu verstehen. Und zwar möchte ich mal den Unterschied zwischen einem Instanzierungstyp und dem Variablentyp mal darlegen und damit verstehen wir hoffentlich, was eben die Objektorientierung so ausmacht. Die Zielgruppe ist im Wesentlichen Anwendungsentwickler, aber auch alle anderen Interessierten dürfen natürlich wie immer zugucken. Das Video wird ein bisschen länger wieder werden, aber das kennt ihr ja inzwischen von mir. Ich konzentriere mich wieder auf das Datenmodell unserer Geometrieobjekte. Hier möchte ich aber im Wesentlichen mich auf den 2D-Bereich konzentrieren. Also diesen 3D-Kram, der war jetzt für das Verständnis der Klassenbildung wichtig, aber für dieses Video konzentrieren wir uns, wie gesagt, nur auf den zweidimensionalen Kram. Das reicht hier vollkommen aus. Im Wesentlichen geht es jetzt um die Fläche hier. Die Fläche ist ja von unserem Klassendiagramm auf der Ebene des Geoobjekts und hier möchte ich jetzt einfach in der Lage sein, die Fläche zu berechnen. Nur wie kann ich das, wenn ich die eigentlichen Formeln der Flächenberechnung erst bei der Ebene des Kreises, des Rechtecks oder des Dreiecks festlegen kann? Also ich kann, wenn ich ein reines Geometrieobjekt habe und nicht weiß, ob es ein Kreis, Rechteck oder Dreieck ist, die Formel für die Flächenberechnung an der Stelle noch gar nicht hinterlegen. Also muss ich mir irgendwas überlegen. So, um das zu realisieren, mache ich jetzt zwei Ansätze. Einmal einen prozeduralen Ansatz und einmal dann den objektorientierten Ansatz. So, prozeduraler Ansatz. Ich brauche jetzt zwei Sachen. Das eine ist ein Programm, eine Logik, die in der Lage ist, für alle meine drei Elemente, Kreis, Rechteck und Dreieck, die Fläche zu berechnen. Und ich brauche jetzt eine Datenhaltung, die es mir ermöglicht, für alle drei Elemente, also Kreis, Rechteck, Dreieck, die Informationen so abzulegen, dass ich individuell mit ihnen arbeiten kann. Und dazu habe ich mir Folgendes überlegt. Ich mache einfach ein Array, ein Integer Array jetzt der Einfachheit halber. Und an diesem Integer Array möchte ich jetzt alles entsprechend rauslesen können. Ja? Dazu muss ich jetzt in der Lage sein, erstmal festzustellen, was für eine Datenstruktur erwarte ich denn. Und an der nullten Indexposition habe ich jetzt hier eine Konstante reingepackt und diese Konstante ist jetzt Kreis. Und an der ersten Indexposition ist die einzige Information, die ich für die genaue Bestimmung eines Kreises benötige, nämlich den Radius, in dem Fall der Wert 10. Damit sich das Ganze besser lesen lässt, habe ich jetzt einfach diesen Kreis als Konstante dargestellt und habe einfach dieser Konstante den Wert 0 zugewiesen. Für Rechteck und Dreieck dann entsprechend andere Werte, also Rechteck 1, Dreieck 2. Ich hätte es auch mit dem Enum machen können, aber das soll jetzt hier einfach nur beispielhaft für eine prozedurale Lösung ausreichen. Für ein Rechteck habe ich an der nullten Indexposition jetzt die Konstante Rechteck, die ja mit der 1 belegt wurde, und danach die beiden Informationen, die ich benötige, um ein Rechteck vollständig zu bestimmen, nämlich die Länge und die Breite, in dem Fall den Wert 10 und 20. Das Dreieck benötigt jetzt drei Werte, die Länge A, Länge B, Länge C. Ich hätte es auch mit Winkeln machen können und einer Länge, aber ich habe mich jetzt einfach mal für die reine Längendarstellung entschieden. Und an der nullten Position steckt jetzt die Konstante Dreieck mit dem Wert 2 und damit habe ich auch die Dreiecksinformation komplett bestimmt. Jetzt brauche ich noch einen Aufruf. Angenommen, meine Logik, die die Flächenberechnung durchführt, heißt Kalkfläche. Und diese Kalkfläche benötigt jetzt einfach nur eine Information. Die Information steckt in meinem Array drin. Und wenn ich jetzt beispielsweise das Rechteck-Array dort reinpacke, soll diese Methode Kalkfläche in der Lage sein, von meinem Rechteck die Fläche zu berechnen. So, und so sieht jetzt die Signatur aus, also es ist einfach nur Kalkfläche
Und ich habe es jetzt als Rückgabewert void gemacht, weil ich einfach über ein System-Out-Print-Line die Flächenangabe eben am Bildschirm ausgeben möchte. Und wie wir hier sehen, der Parameter ist ein Array mit dem Namen Geoelement. Also ich sage jetzt hier nicht, ob das ein Rechteck, Dreieck oder ein Kreis ist, sondern ich nehme einfach das Array und meine Logik soll jetzt basierend auf den Informationen, die in dem Array drin ist, einfach die Fläche berechnen können. So sieht es jetzt als Struktogrammvorschlag aus. Ich habe jetzt hier oben erstmal die Initialisierung. Und zwar die Fläche initialisiere ich mit minus 1. Das mache ich deswegen, wenn irgendwas schief läuft während der Berechnung, dann weiß ich, wenn noch minus 1 drinsteckt, dann ist irgendein Fehler passiert und ich kann das auswerten. So. Switch Case, also Mehrfachauswahl, wertet jetzt die nullte Indexposition aus. Dort habe ich ja die Konstanten Dreieck, Rechteck oder Kreis eingetragen. Und je nachdem, was da drin steckt, wird eben ein unterschiedlicher Case abgearbeitet. Ich beginne mit dem Kreis und beim Kreis werte ich jetzt einfach aus. Ich weiß, an der nullten Position steckt der Kreis, also wird an der ersten Position der Radius stehen. Und somit kann ich dann sagen, die Fläche ist Radius mal Pi und damit ist die Kreisfläche berechnet. Beim Rechteck weiß ich, dass die nächsten beiden Positionen die Länge und die Breite ist. Also kann ich damit auch die Flächenberechnungsformel realisieren. Fläche ist also Länge mal Breite. Finde ich an der nullten Position die Konstante für das Dreieck, dann muss ich halt die Formel für die Dreiecksflächenberechnung realisieren. Das heißt, ich greife hier auf die Längen a, b und c zu. Ich habe es hier mal ein bisschen in Zwischenvariablen gepackt, um eben die Formel für die eigentliche Flächenberechnung nicht zu kompliziert werden zu lassen. Da müssen wir jetzt nicht en Detail drauf eingehen. Wer will, kann das ja auch mal googeln. Auf jeden Fall haben wir damit jetzt die Dreiecksflächenberechnung realisiert. Nach der Berechnungssequenz prüfe ich jetzt einfach meine Fläche. Wenn dort noch die minus 1 drin steckt und ist was schiefgelaufen, ist aber was anderes als die minus 1 drin, dann habe ich eben offensichtlich eine Flächenberechnung durchgeführt und eine Zuweisung und dann kann ich hier an der Stelle als positiven Wert die Fläche ausgeben. Indem ich einfach sage, Rückgabe Fläche, also in Java wäre es dann System Out Print Line für die Fläche. Für den Fall, dass ich noch die minus 1 drin habe, ist es einfach eine Fehlermeldung, mit der ich dann entsprechend dem User informiere, irgendwas ist schiefgelaufen. So, jetzt haben wir noch die Erweiterung. Sagen wir mal, irgendjemand sagt, oh, das ist ein super Programm, ich möchte jetzt aber für ein Quadrat auch nochmal eine Flächenberechnung machen. Das heißt, wir würden unsere Liste der Konstanten um das Quadrat erweitern. Das wäre dann der Wert 3. 0 war ja Kreis, 1 Rechteck, 2 Dreieck, 3 wäre dann das Quadrat. Und dann würde ich jetzt vielleicht an die erste Position die Länge dann packen und dann wüsste ich, die Flächenberechnung ist Länge mal Länge. Also müssen wir unsere Logik hier an einer zentralen Stelle erweitern. Damit füge ich jetzt die Flächenberechnung des Quadrats ein. Und habe somit die mögliche oder die Liste der möglichen geometrischen Figuren, die ich mit meiner Logik abdecken kann, erweitert. Das hat jetzt zwei Konsequenzen. Die erste Konsequenz ist, dass ich mit jeder Erweiterung, mit jeder Ergänzung meiner Datenhaltung, also meines Arrays, auch die zentrale Stelle meiner Flächenberechnung erweitern muss. Das ist mal Punkt 1. Punkt 2, ich muss immer damit rechnen, dass an der nullten Indexposition meines Geoelements etwas auftaucht, was ich gar nicht kenne. Momentan weiß ich, dort kommt ein Kreis, ein Rechteck, Dreieck oder Quadrat vor. Das waren ja die Konstantwerte 0 bis 3.
Wenn jetzt aber plötzlich an der nullten Position meines Geo-Element-Arrays die 15 steht, weiß ich nicht, was ich tun muss. Also muss ich in das Error-Handling reingehen. Das habe ich hier gelöst über die Fläche ungleich minus 1. Das heißt, wenn die minus 1 noch drin steht, habe ich keine Fläche berechnet und ich gehe in die Fehlermeldung rein. Das sind die Konsequenzen aus genau diesen Ansatzes. Und genau das möchte ich jetzt vermeiden. Wir sehen jetzt hier die Berechnung dieser Fläche im objektorientierten Ansatz. Wir sehen, wir haben jetzt hier als Parameter jetzt kein Array mehr, sondern ein Objekt, der Klasse Geometrieobjekt. Und dieses Objekt GeoElement berechnet seine Fläche selbst. Wir haben ja gelernt, dass das Besondere an Objekten ist, dass sie Objekte Daten beinhalten können. In unserem Fall, wenn es jetzt ein Rechteck wäre, Länge und Breite, beim Dreieck die drei Längen, beim Kreis der Radius und so weiter. Und wichtig, sie können nicht nur Daten beinhalten, sondern eben auch Methoden. Und diese Methoden wäre jetzt als Beispiel die Flächenberechnung, also Kalkfläche. Das heißt, ich habe die Methode jetzt nicht mehr an der zentralen Stelle, sondern ich habe sie beim Objekt. Ich sage sozusagen, jedes Objekt hat die Pflicht, seine eigene Fläche selbst zu berechnen. Und dadurch fallen jetzt meine negativen Punkte der prozeduralen Berechnung weg. Zum einen, wenn ich jetzt ein Quadrat hinzufüge, habe ich die Berechnungsformel beim Quadrat nicht hier an der zentralen Stelle. Das heißt, ich muss diesen Code nicht ändern. Zweitens, es gibt auch kein unbekanntes Objekt mehr, weil das Problem des unbekannten Objekts war ja, dass ich die Berechnungsformel nicht dort habe, wo das Objekt ist, sondern an einer zentralen Stelle. Wenn ich jetzt aber dem Objekt sage, du berechnest deine Fläche selbst, dann muss ich davon ausgehen, dass jedes Objekt, das kommt, diese Methode bereits implementiert hat. Das ist deswegen möglich, weil jedes Objekt sowohl seine eigene Fläche besitzt, als auch seine eigene Fläche berechnet. So, das ist jetzt die Idee dahinter. Die Frage ist jetzt, woher weiß aber die Variable vom Typ Geometrieobjekt, die ich ja GeoElement getauft habe, wie die Fläche zu berechnen ist? Wir erinnern uns an unser Klassendiagramm, wo das Geometrieobjekt, ich habe es dort Geoobjekt abgekürzt, ganz oben steht, mein Rechteck, mein Kreis, mein Dreieck, aber ganz unten. Woher weiß also die Geoelement-Variable, welches Element jetzt hier in dieser Variable drinsteckt? Und genau das wollen wir an der Stelle jetzt untersuchen. Dazu bauen wir uns jetzt eine Klasse. Die Klasse heißt Geoobjekt und die hat die beiden Variablen Farbe und Fläche, so wie wir es uns ja ganz am Anfang bei einem der ersten Objektorientierungsvideos mal angeguckt haben. Das Ganze stelle ich jetzt hier so ein bisschen grafisch daneben und ich sage jetzt, ja, eine Klasse ist ja der Plan, also ist das hier einfach so ein Rechteck, das die Klasse darstellen soll. Da kann man noch recht schwer zu lesen, aber dort stehen dann noch die beiden Werte Farbe und Fläche drin. Das habe ich jetzt relativ klein gemacht, weil es mir jetzt bei der folgenden Erklärung hauptsächlich um die Methoden geht und nicht um die eigentlichen Eigenschaften. So. Die Frage ist jetzt als allererstes, warum sind die Instanzvariablen nicht public? Ich habe beim vorigen Video zum Thema Sichtbarkeiten gesagt, wenn etwas public ist, darf ich es von außen zugreifen. Wenn ich jetzt quasi ein Malprogramm habe, das mein Geoobjekt als Element verarbeiten soll, bin ich doch durchaus interessiert zu wissen, welche Farbe hat denn dieses Objekt, welche Fläche hat denn dieses Objekt. Aber ich habe es mit Private bzw. Protected nach außen versteckt. Das Problem bei der ganzen Geschichte ist jetzt folgendes. Wir sprechen jetzt hier von der sogenannten Kapselung. Man möchte nicht, dass jemand von außen einen direkten Zugriff auf die internen Variablen meiner Objekte hat. Deswegen machen wir sie private. Und um den Zugriff von außen jetzt zu ermöglichen, greift man auf ein, ja, nicht besonders intelligentes, aber funktionierendes Konzept zurück.
Und dieses Konzept sind die Getter und Setter. Ich beginne mal mit den Settern. Eine Setter-Methode ist eine Public-Methode, also von außen nutzbar, die nichts bekommt, also Rückgabewerk void, und als Parameter den Wert beinhaltet, der gesetzt werden soll. Also, ich möchte in die interne Variable Farbe den Wert rot setzen. Ja, das wäre jetzt irgendein Integer-Wert, ist jetzt egal, welcher das tatsächlich wäre. Und dieser Wert, den übergebe ich als Parameter in der Parameterliste int Farbe. So. Und dadurch kann ich jetzt über die Setter-Methode den Wert belegen. Warum das sinnvoll ist, werde ich in einem eigenen Video nochmal besprechen, damit dieses Video nicht noch länger wird. Aber insofern müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben, dass es ein sinnvoller Ansatz wird. Ich werde auf jeden Fall nochmal für die Getter und Setter nochmal ein eigenes Video zur Verfügung stellen. Jetzt haben wir aber noch ein kleines Problem. Die Instanzvariable Farbe, ganz oben, private int Farbe, hat genau den gleichen Namen wie die Parametervariable, die jetzt bei dem Setter set Farbe als Parameterwert drin steht. Das heißt, ich kann die Instanzvariable momentan innerhalb des Kontexts, also der geschweiften Klammer, der Methode set Farbe nicht voneinander unterscheiden. Sie heißen ja gleich. Um das Ganze zu umgehen, gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit zeige ich euch hier. Es gibt ein Schlüsselwort, das heißt this. Und mit this zeige ich immer auf mein eigenes Objekt. Das heißt, this Punkt Farbe heißt, ich gehe auf die Eigenschaft, auf die Instanzvariable Farbe von mir selbst. Ihr erinnert euch ja, wenn ich eine Klassenvariable habe, kann ich jetzt mit dem Punktoperator auf die einzelnen Methoden und Eigenschaften zugreifen. Das heißt, wenn ich im Hauptprogramm jetzt zwei Objekte in zwei Variablen habe, kann ich pro Objekt jeweils mit dem Punktoperator bei der zugehörigen Variable auf die Methoden zugreifen. Und genau das Gleiche macht this auch. Der einzige Unterschied ist, dass this immer auf das eigene Objekt zeigt. Das heißt, this.Farbe geht auf die Instanzvariable des aktuell bearbeiteten Objekts und arbeitet damit. Und in unserem Fall wird es einfach mit dem lokalen Wert der Farbe überbügelt. Also this.Farbe ist gleich der Parameterwert Farbe. Die zweite Lösung, die ist noch sehr viel einfacher. Man muss sich einfach nur darum kümmern, dass die Instanzvariablen anders heißen. Ja, manche machen das tatsächlich genau so, die verzichten dann auf this, indem sie einfach den Variablen, den Instanzvariablen, einen Unterstrich vorsetzen. Das heißt, dann würde hier stehen private int Unterstrich Farbe. Manche machen das mit einem kleinen m, weil es auf Englisch eine Member-Variable ist. Und das wäre dann der zweite Weg. Ich habe jetzt hier das mit der Methode des this realisiert. Aus dem einfachen Grund, zum einen, dass ich euch mal zeige, dass das Schlüsselwort this existiert. Und zum anderen, diese Setter-Programme werden gerne auch durch die IDEs, also die integrierten Entwicklungsumgebungen, wie beispielsweise Eclipse, automatisch erzeugt und die machen das genauso, wie wir es hier gerade sehen. Während der Setter den Schreibzugriff auf die Variable realisiert, ist der Getter der Lesezugriff. Die Getter-Methode ist auch immer gleich aufgebaut. Es ist public, dann Datentyp von der Instanzvariable, die wir lesen wollen, dann get, Variablenname und im Rumpf steht dann einfach nur der Rückgabewert Return Farbe. Nachdem ich hier keine Namenskollision mit einer lokalen Variable, die eben auch Farbe heißt, habe, kann ich hier auf das Sys verzichten. Als nächstes wäre eigentlich der Setter der Fläche, aber wir wollen den ja nicht setzen, sondern wir können die Fläche ja auch eigentlich aus den Geometrieinformationen berechnen. Das Doofe ist aber, dass wir an der Stelle es noch gar nicht tun können, weil wir sind ja hier auf Ebene des Geoobjekts und wir wissen nicht, ob es ein Kreis, ein Dreieck oder ein Rechteck ist. Das heißt, wir würden hier gerne die Fläche berechnen, wir können es aber noch nicht. Insofern machen wir jetzt einfach Folgendes. Wir sagen, wir haben keine Ahnung, also lassen wir den Rumpf einfach mal leer.
Ja, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Mehr ist nicht. Wir werden irgendwann nochmal ein neues Schlüsselwort kennenlernen, nämlich Abstract. Und dann können wir die geschweiften Klammern komplett weglassen. Aber das soll jetzt hier an der Stelle nicht das Thema sein. Wir lassen das Ding einfach leer, weil wir wissen nicht, wie wir die Fläche berechnen können. Der Getter ist nun wieder ein ganz normaler, stinknormaler Standardgetter. In unserem Fall jetzt als Rückgabetyp Double und der gibt einfach nur die Fläche zurück. Das war's. Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Nun möchte ich aus dem Geo-Objekt ein Erben erzeugen. Ja? Das heißt, ich erweitere das Geo-Objekt in der Klasse 2D-Geo-Objekt. Und deswegen auch das Schlüsselwort Extends, das haben wir beim letzten Video auch schon mal angeguckt. Und damit habe ich jetzt ein Nachfahren erzeugt. Und dieser Nachfahre wird jetzt alles das erben, was das Geo-Objekt schon kann. Das heißt, diese vier Methoden, Setfarbe, Getfarbe, Kalkfläche, Getfläche, kann ich an der Stelle jetzt 1:1 wiederfinden, obwohl ich es in meinem Code gar nicht hinterlegt habe. Das wird einfach eins und allein aus dem Extends-Schlüsselwort erzeugt und auch die Instanzvariablen, die werden einfach übernommen. So, mehr gibt es dazu jetzt erstmal nicht zu sagen. Das heißt, jetzt bin ich hier an der Stelle soweit und habe so eine Art Klon von meinem Geo-Objekt, von meiner Geo-Objekt-Klasse erzeugt. Und diese Geo-Objekt-Klasse wird jetzt einfach nur erweitert. Und wir haben das ja in dem Klassendiagramm schon mal festgestellt, wir brauchen noch zusätzlich den Umfang. Den würde ich jetzt auch gerne berechnen, aber kann das an der Stelle auch nicht. Mit der gleichen Argumentation wie bei der Fläche. Ich weiß nicht, ob es ein Dreieck, ein Kreis oder ein Viereck ist. So, dann haben wir den Getter für den Umfang. Gleiches Spiel wie bei der Fläche. Wir machen einfach nur Get Umfang und geben den berechneten Umfang zurück. Ja, wir können ihn zwar noch nicht berechnen, aber den Lesezugriff können wir hier an der Stelle schon mal realisieren, weil es hier keine Logik gibt. Nun gehen wir in unserer Klassenhierarchie noch eine Ebene weiter runter und jetzt beispielhaft für den Kreis, den wir jetzt aus dem 2D-Geo-Objekt eben auch erweitern wollen. So, da ist er. Und dieser Kreis wird jetzt im Prinzip uns ein bisschen näher beschäftigen. Wir wissen auch hier wieder, dass der Kreis alles das kann, was mein 2D-Geo-Objekt jetzt entsprechend schon vorgegeben hat. Und zwar inklusive der Methoden, die wir aus dem Geo-Objekt auch schon vererbt haben. Das heißt, alles, was 2D-Geo-Objekt kann, kann jetzt auch der Kreis. Nichts Neues. Entscheidend ist jetzt aber, dass wir die Fläche und den Umfang jetzt berechnen können, weil wir wissen ja, es handelt sich um einen Kreis. Und für einen Kreis kennen wir die Formeln für die Flächen- und Umfangberechnung. Und zwar, die Fläche ist einfach Radius mal Pi und der Umfang ist 2 mal Radius mal Pi. Damit haben wir jetzt etwas ganz Wichtiges gemacht. Wir haben die aus unserer Sicht sinnlosen Methoden der Eltern überschrieben. Das heißt, diese leeren Rümpfe, die bei dem Geo-Objekt unter Kalkfläche und bei dem 2D-Geo-Objekt unter Kalkumfang lag, haben wir jetzt mit sinnvollen Inhalten überschrieben. Und das ist eine ganz wichtige Anwendung dieser Polymorphie. Idee, dass wir von den Eltern die gleichen Signaturnamen verwenden, aber mit anderen, aus unserer Sicht sinnvollerem Inhalt. So, und der Radius ist jetzt einfach eine stinknormale Variable, die wir mit Hilfe von Settern und Gettern dann wieder zugreifbar machen. Mehr ist da jetzt auch nicht dahinter. Jetzt stellen wir uns diesen Plan mal als dreidimensionalen Plan vor. Ja? Das heißt, wir schauen ihn jetzt so von der Seite an und das ist jetzt unser Plan, unsere Klasse. Und was wir aus einem Plan her machen, wir können den Plan realisieren. Aus der Klasse können wir ein Objekt erzeugen, wir können es instanziieren.
Und das geht mit dem Code New Kreis. Das war der Code, der aus dem Plan das Objekt baut, der aus der Klasse das Objekt instanziert. Und das Ganze stellen wir uns jetzt einfach so vor, als hätten wir jetzt hier wirklich aus dem zweidimensionalen Plan ein dreidimensionales Objekt, eine Struktur, ein nutzbares Objekt erzeugt. Wichtig zu verstehen ist jetzt, dass wir hier mit einem sogenannten Instanztyp arbeiten. Das ist der sogenannte Konstruktor. Und der legt fest, was wird gebaut. In unserem Fall ein Kreis. Das heißt, New Kreis sagt dem Rechner, bau den Kreis. Und das definiert also, was erzeugt wird, was wirklich im Speicher dann steht. Das heißt, das ist das Objekt, mit dem wir dann später arbeiten können. Ja, ein Objekt vom Typ Kreis. Wichtig ist jetzt auch zu verstehen, wenn wir jetzt hier von der Seite drauf gucken, dann sehen wir die überschriebenen Methoden. Die überschriebenen Methoden überdecken somit die älteren Methoden. Wenn ich jetzt also die Methode Kalkumfang oder Kalkfläche aufrufe, rufe ich die Methoden des Kreises auf, nicht diese leeren Rümpfe von den älteren. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft, die wir dann gleich brauchen werden. Das heißt, wenn wir jetzt hier Kalkumfang aufrufen, dann ist es hier diese orange eingefärbte Methode nicht, die dahinter liegt. So, und jetzt wollen wir Folgendes machen. Wir haben ja oben gesagt, wir haben diesen New Kreis als Instanz Typ festgelegt. Aber das Wort Kreis taucht ja da oben zweimal auf, und zwar vor der Variable nochmal. Das heißt, wir müssen uns jetzt erstmal uns überlegen, was ist denn eine Variable? Und eine Variable stellen wir uns jetzt so vor, als hätten wir hier einfach einen Zugriffsbehälter, der uns aber Zugriff auf die einzelnen Methoden erlaubt. So, der Variablentyp bestimmt also, was ist nutzbar. Also was kann ich von außen nutzen? Und in dem Fall sind es eben alle unsere Methoden. Wie gesagt, die Eigenschaften, die beachten wir jetzt hier erstmal nicht, wobei dafür gilt eben oder da gilt eben das Gleiche wie für die Methoden. Aber alles das, was mir die Variable anzeigt nach außen, kann ich nutzen. Nachdem aber der Variablentyp exakt der gleiche ist wie der Instanztyp, bietet mir die Variable alle die Methoden an, die die Instanz auch wirklich hat, nämlich Get und Set Fläche, Kalk Fläche und Umfang, Get Fläche und Umfang, Get und Set Radius. Also alles das, was mein Objekt Kreis kann, bietet mir auch die Variable nach außen hin an. Und so kann ich mir das jetzt vorstellen. So sieht jetzt der Programmierer, der Nutzer meines Objekts, der dieses Objekt in der Variable vom Typ Kreis hat. Alle existierenden Methoden sind nutzbar. So, jetzt schauen wir uns das nochmal von oben an und wollen jetzt mal eine andere Variable nutzen. Und dazu erzeuge ich jetzt wieder einen neuen Kreis mit New Kreis. Das heißt, der Instanztyp ist noch genau der gleiche, nämlich ein Kreis. Nur die Variable ist es von Typ 2D-Geoobjekt. Nachdem aber die Klasse 2D-Geoobjekt keinen Radius kennt, gibt mir die Variable des Typs 2D-Geo-Objekt auch nicht die Methoden Set-Radius und Get-Radius frei. Das heißt, der Variablentyp ist jetzt in dem Fall ein Vorfahre. Es muss oder es darf streng genommen nur ein Vorfahre sein, weil ich muss ja eins sicherstellen, dass die Variable auf jeden Fall maximal die Methoden anbietet, die in meinem Objekt, sprich Kreis, auch drin ist. Nachdem aber Kreis von Geo 2D oder von dem 2D-Geo-Objekt geerbt hat, weiß ich, dass alles das, was 2D-Geo-Objekt kann, auch der Kreis kann. So haben wir es ja vorhin gesagt. Also sind alle Methoden, die mir die Variable vom Typ 2D-Geo-Objekt anbietet, auch im Kreis vorhanden. Der Programmierer sieht jetzt also von außen die Methoden, die in der Variable vom Typ 2D-Geo-Objekt freigegeben werden. Das sind genau die Methoden, die auch in der Klasse 2D-Geo-Objekt hinterlegt wurden.
Und nur diese Methoden gibt mir jetzt diese Variable von Typ 2DG-Objekt frei. Wir wissen aber, dass hinter diesem Rahmen, der jetzt diese Variable symbolisiert, eigentlich ein Kreis steckt. Nur von außen sehe ich jetzt einfach eine Variable von Typ 2DG-Objekt. Das heißt, diese Methoden Setradius und Getradius, die sind zwar da, aber sie sind verdeckt von dieser Variable. Ich kann sie nicht sehen. So, dann schauen wir uns das nochmal von oben an und machen jetzt nochmal eine weitere Variable. In dem Fall vom Typ Geoobjekt. Und diese Geoobjekt-Variable bietet mir jetzt einfach nur die Methoden des Kreises an, die eben in der Klasse Geoobjekt definiert wurden. Und das sind jetzt die Methoden Get und Set Farbe und Kalkfläche und Get Fläche. Auch hier wissen wir, im Hintergrund steckt ein Kreis. Das heißt, wenn wir diese Methoden aufrufen, rufen wir eigentlich die Methoden vom Kreis auf. Nur wir sehen von außen halt eine Variable vom Typ Geoobjekt. Auch hier gilt, dadurch, dass Geoobjekt ein Vorfahre von dem Kreis ist, weiß ich, dass alle Methoden, die in der Geoobjektklasse definiert wurden, auch Teil des Kreises sind, weil Kreis hat sie ja geerbt. So, und was wir jetzt machen, wir tauschen jetzt mal den Instanztyp aus. Und zwar sagen wir, wir erzeugen jetzt ein Rechteck, behalten aber den Datentyp der Variable, nämlich Geoobjekt. Das heißt, was jetzt erzeugt wurde, ist ein Rechteck, die Variable ist aber wieder vom Typ Geoobjekt. Versetzen wir uns wieder in den Programmierer, der mit dieser Variable Objekt 3 arbeitet. Der sieht von außen wieder den Variablentyp Geoobjekt. Wir wissen aber, dass innen drin sich ein Rechteck als Instanztyp befindet. Das heißt, wenn der Entwickler jetzt die Methode Kalkfläche aufruft, ruft er ja nicht von einem Objekt von Typ Geoobjekt die Methode Kalkfläche auf, sondern von dem Objekt, das da drin steckt in der Variable, und das ist ein Rechteck. Wenn der Entwickler jetzt in dem Code die erste Zeile gar nicht sieht, weil die irgendwie, keine Ahnung, in einem anderen Unterprogramm ausgeführt wurde, dann ist ihm das erstmal egal, weil er sagt, wenn er Kalkfläche aufruft, ruft er ja die Methode Kalkfläche von dem Objekt auf, das in dieser Variable drinsteckt. Und es ist ihm wurscht, ob das jetzt ein Rechteck, ein Kreis oder ein Dreieck ist, weil er sagt, wenn das Objekt da drin ist, berechnet das Objekt seine Fläche selbst. Das ist der Grund, warum wir jetzt in einer Variablen von Typ Geoobjekt immer die richtige Flächenberechnungsmethode aufrufen. Das heißt, wir müssen jetzt an der Stelle auch gar nicht Angst haben, dass wir irgendetwas haben, was wir gar nicht kennen, wie wir es in der prozeduralen Situation hatten, sondern wir sagen, jedes Objekt, was in der Variablen Geoobjekt drinsteckt, hat die Methode berechne Fläche. Und wir müssen einfach davon ausgehen, dass der Programmierer, der dieses Objekt erzeugt hat oder die Klasse für dieses Objekt erzeugt hat, entsprechend die richtige Formel für die Flächenberechnung hinterlegt hat. So, weiterhin können wir jetzt sagen, wenn wir jetzt eine neue Klasse bauen wollen, beispielsweise unser Quadrat, dann bauen wir in dieser Quadratklasse auch unter der Methode Kalkfläche die richtige Formel ein, nämlich Länge im Quadrat. Und das ist der Grund, warum wir hier an der Stelle wirklich ohne das Wissen des intern existierenden Objekts einfach die Variable nutzen können. Um das Ganze vielleicht ein bisschen blumiger darstellen zu können oder sich vorstellen zu können, die Variable ist wirklich sowas wie ein Behälter, mit dem wir arbeiten. Also wir kommen nicht an das ran, was in dem Behälter drin ist, das ist das eigentliche Objekt, sondern wir haben einfach nur diese Kiste in der Hand. So, und wenn jetzt in dieser Kiste eine Maschine ist vom Typ Kreis und diese Maschine einen Knopf hat, der heißt Berechne Kreis, und ich von außen, vom Nutzer, quasi über den Karton, durch so ein Loch kann man sich das vorstellen, den Knopf berechne Fläche bediene, ist der Kreis in dem Behälter derjenige, der die Arbeit macht. Und von dem Nutzer außen ist es komplett egal,
ob da ein Dreieck, ein Viereck, ein Achtzehneck drin liegt. Er drückt den Knopf und vertraut darauf, dass das Objekt, das drin ist, in der Lage ist, seine eigene Fläche zu berechnen. Ja, so viel jetzt zur Philosophie, einen wichtigen Teil der Philosophie der objektorientierten Programmierung. Wie gesagt, war wieder ein etwas längeres Video, aber das ist wichtig, dass man das versteht. Und basierend darauf werden wir jetzt die ganzen anderen Elemente jetzt dann nochmal uns etwas genauer anschauen. Als allererstes Folgevideo werde ich mir den Sinn und Unsinn von Gettern und Settern mal anschauen. Und danach gehen wir mal auf die Konstruktoren ein. Und ja, so versuche ich dann peu à peu alle Einzelheiten der Objektorientierung hier mal abzuarbeiten. Also, bis dann und dranbleiben.